So, dann starten wir auch gleich mit dem Talk. Ich habe heute den guten Crack Egg bei mir zu Gast. Sei gegrüßt. Grüß dich! Ja, du streamst auch manchmal im Brotfunk und ich glaube, ja, ich hatte jetzt so lange keinen mehr vom Brotfunk zu Gast, dass du mal kurz vorstellen kannst, wer seid ihr und was macht ihr da so? Genau, also ich bin der Crack Egg, ich komme aus der Proletopia-Community. Hab vorher als Zuschauer da so ein bisschen mitgewirkt, bin da ein bisschen aktiver geworden und streame mit Based Vienna zusammen seit November letzten Jahres im Brotfunk auf Twitch. Und wir machen halt auch so linken politischen Content, auch mal ein bisschen Klamauk dabei. Grundsätzlich sind wir uns da mit dir ein bisschen einig, was so gewisse Leute angeht aus der Pseudo-Woken-Ecke. Ja, machen aber auch Content gegen Rechte, für Solidarität, für Diskurs stehen wir ein, so in die Richtung geht das. Für Diskurs, das ist ein gutes Stichwort. Der Diskurs wird ja von den großen Tech-Plattformen immer weiter eingeschränkt und damit sind wir auch gleich beim heutigen Thema. Begonnen hat es vor kurzer Zeit, beziehungsweise nicht begonnen, sondern es war die jüngste Episode. Der Streamer Proletopia wurde von Twitch demonetarisiert. Kurz darauf wurde der Kanal von Antispiegel gesperrt und jetzt habe ich einen Strike bekommen. Also ziemlich viele, also Antispiegel gehört jetzt nicht direkt zu unserer Bubble, aber es war schon ein relativ großer YouTube-Kanal, der relativ gute Auslandsberichterstattung aus Russland gebracht hat und der einfach gesperrt wurde. Also wir sehen ziemlich viele Einschränkungen der Meinungsfreiheit von seitens der großen Tech-Plattformen. Wahrscheinlich handelt es sich hier um politische Zensur, das unserem Lager schaden soll. So wäre jedenfalls meine erste Analyse, mit der ich auch gleich einsteigen würde. Ja, kannst du gerne tun. Ich werde halt immer vorsichtig, so. Ich würde die Sachen vielleicht im Einzelnen mal beleuchten irgendwie und dann gucken, ob ich vielleicht zum selben Schluss komme. Ich habe da auch so ein paar Vermutungen, gerade was jetzt die Geschichte um die Entmonetarisierung von Proletopia angeht. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles in einen Topf zu werfen ist. Das können wir ja mal im Einzelfall besprechen. Das ist sehr gut, denn ich wollte gleich mit Proletopia einsteigen. Also über meinen Nice. Strike, über den wollte ich heute, nachdem du weg bist, noch ein bisschen reden. Also darüber, das werde ich nachher noch ein bisschen auflösen. Das habe ich nämlich auf Twitter alles gut dokumentiert. Ich meine, Okay. YouTube-Video machen kann ich ja jetzt nicht mehr, da ich auf YouTube halt gesperrt bin für eine Woche, aber mache ich es halt auf Twitch. Aber dann reden wir noch mal über Proletopia. Was ist da eigentlich passiert? Willst du das jetzt oder soll ich? Nein, dann mache ich das. Ja, du. Genau, also Proletopia wurde im Prinzip von einem Moment auf den anderen entmonetarisiert von Twitch. Also er hatte ungefähr eine Woche lang seinen neuen Partner-Plus-Status erreicht, der dafür sorgte, dass er auf Twitch bessere Konditionen als Streamer bekommt. Also statt den üblichen 50-50 wäre das dann so eine 70-30-Verteilung zugunsten des Streamers gewesen. Und ja, er hatte das ungefähr eine Woche. Für ein Jahr quasi gilt das, ja. Aber eine Woche nachdem er das bekommen hat, wurde er, ich glaube, so gegen 0:30 Uhr in der Nacht komplett entmonetarisiert. Das heißt, nicht nur sein Partner-Plus-Status wurde aberkannt, sondern auch sein Partnerstatus und sein Affiliate-Status. So, das heißt, dass keiner mehr bei ihm abonnieren konnte, ne? Also man konnte das noch tun, aber das Geld weiß nicht, wo das dann hingeht. So, ne? Dazu kommt, dass Twitch auf Nachfrage halt keine Begründung lieferte, ja. Und dann mehrten sich halt die Gerüchte, dass Erwin angeblich vergessen hat, ein gewisses Steuerformular auszufüllen, was dafür sorgt, dass man dann eben den Affiliate-Status verliert. Das wurde jetzt aber auch wieder in gewissem Maße widerlegt, weil genau dieses Steuerformular hatte nämlich der Streamer Hugo, also MH Creators, falls ihr ihn kennt, auch vergessen. Und der hat eine ganz andere Mail von Twitch bekommen, wo drin stand, dann soll er es bitte nachreichen und hier und da raufklicken. All das konnte Erwin nicht. Und die Funktionen waren bei ihm auch geblockt und so weiter. Ne? Das heißt, dass er jetzt umgestiegen ist darauf, dass die Leute ihn unabhängig von Twitch unterstützen, also über PayPal und über Ko-fi und die Geschichten. Und es ist noch in der Schwebe, was da jetzt genau passiert ist. Also genaue, konkrete Infos hat man immer noch nicht bekommen von Twitch.
Aber es gab ja einen anderen Streamer, der heißt Real Talk Ist Das. Da bin ich übrigens morgen zu Gast, also für alle, die da vorbeischauen wollen. Und dem beziehungsweise denen, das ist ja eine ganze Gruppe, die da streamt, ist es passiert, dass sie ohne Angabe von Gründen gesperrt wurden. Also genau das Gleiche, was Erwin jetzt passiert ist. Und einen Monat später erst eine E-Mail bekommen haben, wo begründet wurde, warum sie gesperrt wurden. Und das war dann irgend so ein allgemeiner Grund, Hassrede, Desinformation, also dieser Nonsens, mit dem man nichts anfangen kann und der einfach nur heißt, du warst politisch unbequem, weg mit dir. Also wir haben dann durch, ja, durch einen internen Fehler von Twitch oder weil sie einfach Glück hatten, ihre Monetarisierung wiederbekommen. Aber was denen damals passiert ist, das ist ziemlich simultan zu dem, was Erwin jetzt passiert ist. Das heißt, wir können gespannt darauf sein, ob Erwin jetzt von Twitch irgendwann begründet wird, warum er gesperrt wurde, dann hätten wir nämlich Sicherheit. Aber es ist ja eigentlich schon ein ziemlicher Skandal, dass Twitch hier einem großen Streamer einfach so die Monetarisierung sperren kann, ohne dass es da Gründe angeben müsste. Absolut. So bei dem Fall mit Real Talk Ist Das oder Takitus, wie man ihn auch nennt, bin ich mir nicht ganz sicher. Es hat viele Parallelen, ja, wenn ich das alles richtig verstanden habe, was er erzählt hat. Nur, ich glaube, er wurde im Zuge dessen auch gesperrt für eine Woche oder so. Das ist Erwin jetzt nicht passiert. Also Erwin kann weiter streamen, er hat keine Einschränkung, keinen Strike oder irgendwas bekommen. Ne? Ich glaube, das war bei Real Talk ist das ein bisschen anders gewesen. Aber nichtsdestotrotz hast du völlig recht, das ist natürlich absolut zu beobachten, wie halt hier der Konzern einfach sagt, yo, du nicht mehr, ja, mit dir machen wir das nicht mehr, ohne das in irgendeiner Form zu begründen. Es kann natürlich sein, dass Erwin dann auch in einem Monat so eine ja vorgefertigte Mail irgendwie bekommt, wo irgendein fadenscheiniger Grund drinsteht, der ja auch nicht weiter beleuchtet wurde bei Real Talk. Ne? Da ging es ja auch nicht darum, dass man einen Stream angegeben hat oder einen gewissen Timestamp oder irgendwas, wo ihm dann klar werden kann, was er jetzt wirklich falsch gemacht hat, sondern einfach nur eine allgemeine Aussage, ja, du gefällst uns nicht, weg damit, so, ne? Und das ist, ja, das ist leider so. Wenn man sich abhängig macht von dem Konzern, was man ja tun muss, im Prinzip, ne, passiert halt sowas. Ja, die Alternative wäre, eine eigene Plattform zu gründen. Da müsste man mal gewisse Leute fragen, die das versuchen. Das ist natürlich auch ein bisschen utopisch, ne? Da denke ich, wirst du mir zustimmen. Ja, da können wir gleich drüber reden, aber es ist ja interessant, dass wir hier oligopolistische Strukturen, wahrscheinlich monopolistische Strukturen haben. Also wenn man Livestream will, dann kriegt man auf Twitch halt bei Weitem die meisten Zuschauer. Ich sehe es ja selber, ich streame ja parallel noch auf Kick, da schaut einem niemand zu, da hat man später auf die Streams 0 Aufrufe, bei Twitch immer ein paar hundert oder sogar über 1000. Also das ist ja... Ja, man sieht, wo man halt die Leute erreicht und wo man sie nicht erreicht. Und wenn man längere Videos hochstellen will, dann muss man das auf YouTube machen. Wenn man kürzere hochstellen will, dann muss man es auf TikTok machen. Und all diese Plattformen zensieren mittlerweile relativ aggressiv auch gegen unser politisches Lager. Ich meine, wir hatten jetzt eine ganze Zeit Glück oder, also weil wir noch unterm Radar waren oder was weiß ich, dass das noch nicht so aggressiv passiert ist. Aber in letzter Zeit wird das, so ist zumindest mein Gefühl, immer mehr. Wir haben ja auch bei Nemesis, das ist jetzt schon ein paar Monate her, gesehen, dass er mehrfach DMCA gestrikt wurde. Also dass eine woke Streamerin, Shoyoka, die DMCA-Funktion, also diese Funktion, Copyright-Claims an andere Streamer zu verteilen, die missbraucht hat, um ihn wegstriken zu lassen. Und dass Twitch das einfach mit sich hat machen lassen. Also klarer Missbrauch, klar, rechtswidrig, was sie da gemacht hat, aber bei Twitch dürfen die Wokies anscheinend alles. Sie dürfen politische Gegner unter fadenscheinigsten Gründen wegsperren und niemanden interessiert es. Es gab auch keinen in der Woken-Bubble, der das groß kritisiert hätte, sondern andere Streamer wie Dekadent, die haben das dann noch gefeiert und gedroht, das auch noch zu machen. Also Nemesis hat ja explizit auch damit gedroht, die DMCS-Funktionen zu missbrauchen. Ja, ich denke, da muss man aufpassen, dass sich das halt nicht hochschaukelt, weil ich halt dieses Hin- und Her-Gestrike auch für ein bisschen kontraproduktiv, ne? Aber ich gebe dir natürlich recht, man kann jetzt sagen, dass nicht nur unser Lager, wenn man es so nennen will, davon betroffen ist, natürlich auch Rechte und Rechtsextreme wurden natürlich auch von Twitch und YouTube und so weiter entfernt, ne? Das ist natürlich jetzt mit uns nicht zu vergleichen, das hat andere Gründe, ja. Aber erstaunlich ist halt, und da reicht, wenn man ein Beispiel nimmt, jeder erinnert sich an den glorreichen Abend von Seth von Doom, in dem
wo er stundenlang quasi die übelsten Beleidigungen auch auf eine junge Streamerin irgendwie abgelassen hat, die wir jetzt hier nicht wiederholen müssen, und dafür halt nichts erfahren hat, in irgendeiner Form. Ne? Obwohl der Stream mehrfach gemeldet wurde, zu den offiziellen Stellen auch geschickt wurde, unabhängig von Twitch, und es ist einfach gar nichts passiert. Der hat weiter seine Monetarisierung, der hat weiter seinen Kanal, da kam nichts. Ne? Und das ist dann schon ein bisschen erstaunlich, wenn andere dann ohne Angabe von Gründen entmonetarisiert oder gesperrt werden. Also da kann man schon sagen, das hat ein gewisses Geschmäckle mindestens. Ja. Rat mal, welches Video von mir von YouTube gestrikt wurde. Ich weiß, ja. Das Video, wo ich auf Seth Van Doom reagiert habe. Also YouTube hat da sogar Hass und Cyberbombing als Grund angegeben. Also das muss man sich mal ausdenken. Jemand wie Seth Van Doom, der kann hier auf Twitch locker Leute beleidigen, irgendwelche Gewaltfantasien ausleben, vom Bürgerkrieg schwadronieren, all das hat der Typ ja gemacht. Aber wenn man das dann auf einer anderen Plattform kritisiert, dann wird man auf der Plattform sofort weggestrikt. Also es ist sehr interessant, welche Narrenfreiheit die Wokies haben und wie stark andere politische Lager, du hattest gerade die Rechten angesprochen, wie stark die zensiert werden. Und ich befürchte, dass uns das halt in Zukunft noch härter treffen wird. Da ist halt die Frage, wie wappnen wir uns dagegen? Also was machen wir, um darauf in Zukunft vorbereitet zu sein? Zu deinem Video, du willst ja eh nachher nochmal drüber sprechen. Ich habe wenn du gestattest, eine Frage dazu. Und dann kannst du das Thema ja nachher nochmal aufrollen. Und zwar, mein Gedanke war, wenn du Seth Van Doom thematisierst und seine Aussagen unzensiert sozusagen als Beleg mit ins Video reinnimmst, ja, dann funktioniert YouTube halt so, dass die nicht gucken, ob das jetzt ein Zitat von dem war oder wie du das meinst, sondern einfach das Wort wurde gesagt und deswegen wird es dann gesperrt. Weißt du, was ich meine? Also das kann durchaus ein Grund sein, warum das Video jetzt runtergegangen ist, unabhängig von irgendwelchen politischen Entscheidungen oder so. Aber gut, kannst du ja nachher nochmal das Thema aufrollen oder willst du gleich darauf antworten? Warum das jetzt runtergegangen ist, mein Video? Naja, meine Vermutung war halt, dass du ihn unzensiert die Worte hast sagen lassen in deinem Video, die er gesagt hat. Selbstverständlich. Halt, selbstverständlich. Dann ist meine Vermutung bestätigt sich dann wahrscheinlich, dass es deswegen runtergenommen worden ist, weil YouTube halt nicht darauf achtet, ob du das als Zitat verwendest oder als Beleg oder irgendwas, sondern einfach nur das Wort wurde gesagt. Vielleicht ist es auch automatisierter Prozess gewesen und dann fliegt's raus. YouTube ist da unfassbar streng, noch viel strenger als Twitch, was irgendwelche Beleidigungen oder sonst was angeht oder Nude-Content und so eine Geschichten. Ne? Das ist halt das Ding. Aber da musst du gucken, was die sagen. So, ja. Ja, die wurden ja nicht von mir getätigt, sondern ich habe sie nur zitiert. Sowas ist ja völlig legal und sowas verstößt auch nicht gegen die YouTube-Richtlinien. Du darfst sowas nicht selber äußern, aber du darfst sowas natürlich zitieren, wenn du andere dafür kritisierst. Das ist ja selbstverständlich. Bin ich mir im Klaren drüber, weiß ich auch. Nur, ich sage ja nochmal, YouTube ist dann noch in Anführungsstrichen strenger, um nicht zu sagen, einfach unsinnig. Und das kann durchaus der Grund sein, warum das Ding dann geflogen ist. Aber gut. Was war die andere Frage? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Wie wir uns wappnen können, hast du gefragt, ne? Ja. Das Ding ist halt, man muss da ein bisschen aufpassen. Ne? Man weiß vorher, wenn man sich auf diese Plattform begibt und man geht ja mit denen irgendwo ein Agreement ein. Ne? Das heißt, okay, du kannst hier meine ganze Infrastruktur nutzen. Ich verteile das ein bisschen, davon profitiere ich dann auch. Und dafür kannst du hier streamen und halt dein Content machen. Ne? Und das ist erstmal sowas wie Leute, die sich irgendwie aufregen, wenn die bei Facebook irgendwie zu viel Werbung bekommen oder so. Ne? Da muss man halt aufpassen, dass es nicht in die Richtung geht. Aber grundsätzlich ist halt jedem zu empfehlen, der irgendwie streamt oder Streamer verfolgt und diesen Content halt gerne sieht, dass es immer Möglichkeiten gibt, die Streamer auch unabhängig von den Plattformen zu unterstützen. Ne, das, was Erwin ja jetzt auch macht mit Ko-fi und PayPal und anderen Geschichten, das sollte eigentlich Usus werden, beziehungsweise sollten die Leute vermehrt drüber nachdenken, diese Möglichkeiten zu nutzen, weil dann macht man sich in gewisser Weise auch unabhängig von den Plattformen. Es kann natürlich sein, dass die Plattformen dann sagen, ey, yo, da verdienen wir nichts mehr dran, das gefällt uns nicht, und dann finden sie halt einen Grund, dich irgendwie zu entfernen. Das kann natürlich passieren,
Aber es gibt auch noch andere Plattformen. Das darf man nicht vergessen. Man darf sich nicht so auf dieses Twitch versteifen, nur weil es, wie du ja schon sagtest, in gewisser Form auch eine Monopolstellung hat und irgendwie auch, ja, einfach bequem zu bedienen ist und so weiter, ja. Da muss man vielleicht ein bisschen von wegkommen. Ne? Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen unbequemer wird, aber es gibt immer noch ja, Möglichkeiten, die Streamer weiterhin zu unterstützen, auch wenn die Plattformen ein Problem damit haben. Ja. Ja, Streamer unterstützen, das geht definitiv weiter. Ich meine, du kannst ja einfach dann ein Spendenkonto angeben und da richten die Zuschauer dann Dauerauftrag ein. Wenn du Zum jetzt Beispiel, ja. da nicht weggekündigt wirst von der Bank, hast du da ja eigentlich doch die Möglichkeit, Spenden zu erhalten. Auch wenn das immer weiter passiert. Also wir haben jetzt bei der Volksbank Pirna gesehen, das war ja die, wo das BSW sein Konto angelegt hatte, dass die mittlerweile auch beginnt, Konten von politisch ja, politisch nicht gern gesehenen Leuten zu kündigen. Also wir sehen, dass dieses Verhalten immer mehr um sich greift und das könnte irgendwann auch uns treffen, aber davon sind wir, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Also da haben wir, glaube ich, gerade noch Glück gehabt. Ich denke auch, dass das, also naja, ja, gebe ich dir recht, aber ich denke, dass es, wer es noch nicht getan hat, sollte sich langsam darüber im Klaren werden, in welche Richtung das geht. Ich bin jetzt kein Weltuntergangsprediger, der jetzt hier vom nächsten großen Crash erzählt, so wie das viele im Internet machen, also auf keinen Fall. Aber es geht ja tendenziell schon in die Richtung, wenn man das mit der Bezahlkarte sieht, zum Beispiel für Migranten, wenn man diese Entmonetarisierungsgeschichten auf den großen Plattformen sieht und so weiter. Ich glaube schon, dass es auch natürlich gewollt ist von den Konzernen und auch in gewisser Form von der Politik, die dahinter steht. Dass man einfach einen größeren Hebel noch bekommt auf die ganze Geschichte. Ne? Ob das jetzt hier so ein Social Credit System wie in China wird, das muss man abwarten. Aber ich gehe stark davon aus, wenn die Bezahlkarte sich jetzt etabliert hat für Migranten, dann haben wir das früher oder später auch für Hartz-IV-Empfänger, dann haben wir es irgendwann für den normalen Arbeiter. So in die Richtung scheint es zu gehen. Ne? Und da sollte man zumindest ein gewisses Bewusstsein entwickeln, dass man nicht mehr so alles als gegeben erachten sollte. Und dementsprechend auch, wie ich vorhin schon sagte, vielleicht andere Wege nutzen kann, die vielleicht ein bisschen unbequemer sind für einen selber, aber die auf lange Sicht dann einfach auch ein bisschen mehr Sicherheit geben. Ne? Ja, definitiv. Das ist die Finanzierungsseite. Aber die andere Seite ist, wie werden die Inhalte von uns überhaupt noch gesehen, wenn unsere Kanäle massenweise zensiert werden? Ich hatte jetzt den Fall von Antispiegel TV angesprochen. Das ist nur der neueste in einer langen Reihe von auf YouTube zensierten Kanälen. Und das könnte bald auch immer mehr in unserem Lager ankommen. Also wir sehen, dass diese Plattformen, die lassen kritische Kanäle so lange machen, wie sie keine zu große Reichweite erreichen. So lange wie, so YouTube kann jetzt nicht alle kritischen Kanäle wegzensieren. Dann würden diese Kanäle alle auf andere Plattformen gehen und diese anderen Plattformen würden dadurch automatisch groß werden. Deswegen wendet YouTube so eine Schnäppchentaktik an. Du wirst durch Strikes, durch Entmonetarisierung langsam zermürbt, aber es werden nicht alle Kanäle auf einmal weggecancelt, sondern es werden die Kanäle langsam ausgebremst und wenn sie zu groß werden oder zu kritisch werden, dann sperrt man sie. Aber du kannst eine ganze Weile auf YouTube weitermachen. Und da gibt es ja auch rechtliche Schranken. In Deutschland ist es aus rechtlicher Sicht, wenn du dir einen Anwalt leisten kannst, das ist dann das nächste Thema, relativ schwierig, Kanäle komplett wegzuzensieren, aber es geht und es passiert. Ja, es geht vor allem, wie du sagst, bei den Leuten, die eben noch nicht so groß sind, wie jetzt zum Beispiel ein Kuchen-TV oder so, die jetzt auch mal sagen können, okay, ich stecke da mal irgendwie 5.000 Euro in juristischen Beistand, ja, um das zu klären für mich. Das kann halt nicht jeder. Und natürlich suchen sich diese Plattformen dann auch dementsprechend dann eher die Leute aus, von denen sie in der Hinsicht weniger zu befürchten haben. Ne? Das ist ja auch klar. Aber vielleicht sollte man den Punkt bedenken, dass diese ganze Internet-Streaming-Geschichte, die gibt es ja nun auch nicht seit 100 Jahren oder so. Ja, das ist ja, wenn man es im großen Ganzen betrachtet, ja auch eine Geschichte, die noch in der Entwicklung ist. Ne? Und vielleicht entwickelt sich das auch dahin, dass sich gewisse Plattformen rauskristallisieren, so wie es ja jetzt irgendwie schon ist, so mit Kick und Twitch, ja. So dass die Leute sagen, ja, bei Kick hast du so eher so die rechten Themen und das läuft da besser und die lassen auch so Casino-Sachen zu und so eine Geschichten, bei Twitch halt nicht, ne? Das ist alles ein bisschen progressiver und da haben gewisse Leute halt Narrenfreiheit. Vielleicht kommen wir dahin, dass es so ähnlich ist wie in der Medienlandschaft, was so Printmedien beispielsweise angeht, dass du irgendwann für jede
Richtung für jedes Lager irgendwie schon die richtige Plattform dann auch hast. Ne, das kann durchaus sein. Ob das eine gute Entwicklung ist, das ist natürlich wieder die andere Frage. Na, aus unserer jetzigen Perspektive, wir haben noch keine eigenen Plattformen, wäre das furchtbar. Also wir haben noch keine Plattform, wo wir Dominanz erreicht haben. Deswegen würden wir da hinten runterfallen. Deswegen ist es jetzt aus meiner Sicht erstmal sinnvoll, auf alle Plattformen zu gehen, die Redefreiheit mehr oder weniger schützen. Also ich habe hier jetzt, nachdem ich jetzt auf YouTube gestrikt wurde, habe ich mir jetzt einen Rumble-Account gemacht und da werde ich auch in Zukunft einige Videos hochladen. Einfach damit ich sicherer vor irgendwelchen YouTube-Strikes bin. Ich habe auch schon seit länger einen Odyssey-Account und Odyssey, das ist tatsächlich eine Plattform, die sperrt sehr, sehr wenig. Die haben auch nach Beginn des Ukraine-Krieges Russia Today online gelassen. Also die schützen die Redefreiheit in wirklich gutem Maße und ich finde, solche Plattformen sollten wir damit belohnen, dass wir da uns Accounts machen und unsere Zuschauer dazu aufrufen, uns da zu abonnieren. Einfach damit, also jetzt nicht mal abstrakt deswegen, weil Redefreiheit so ein hohes Gut wäre, sondern einfach aus strategischer Sicht, damit wir Alternativen haben, wenn andere Plattformen uns wegzensieren. Dass man sich selber und den Zuschauer zumindest schon mal dran gewöhnt hat, wo es den Content auch gibt. Ne, das meinst du ja. Also, dass man dann wenn es dann soweit ist, auf einmal bei Null wieder anfängt und dann erst guckt, wo kann man was machen, sondern das jetzt schon parallel startet und nebenbei laufen lässt, find ich, ist absolut richtig. Und eine gute Idee, muss man halt gucken, wie das bei den Leuten ankommt. Ne, du kannst es ja noch so oft bewerben. Die Leute sind halt an Twitch gewöhnt. Ja, das ist halt leider so, oder an YouTube. Und ich glaube auch, dass jede andere Plattform, wenn die eine gewisse Größe erreicht oder so eine Art Monopolstellung wie Twitch die jetzt hat, dann werden die da auch kein Russia Today mehr laufen lassen und so weiter. Ne? Das ist auch völlig Ja, klar. es Das kann sind halt die sein, typischen dass. Entwicklungen, die der Markt so mit sich bringt, sage ich mal. Ne? Das ist ja völlig klar. Ja, aber gebe ich dir recht. Also das Ganze ein bisschen aufteilen auf verschiedene Plattformen. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass du sagst, naja gut, ich kriege ja mit, was jetzt hier gewünscht ist und was nicht gewünscht ist. Also schraube ich meinen eigenen Inhalt und meine eigenen Aussagen ein bisschen zurück. Aber ist das denn eine gute Entwicklung, wenn man sich selber in gewissem Maße zensiert, nur um weiterhin der Plattform irgendwie Geld in den Rachen zu schmeißen? Ist natürlich dann auch, ja, muss jeder für sich selber wissen. Ich sage nur, das wäre natürlich eine Möglichkeit, die wahrscheinlich auch einige dann in Anspruch nehmen werden. Ne? Bei Odyssey ist auch noch das Gute, dass du nicht da jedes Video einzeln uploaden musst, sondern du kannst dich da mit deinem YouTube, also du kannst dich da anmelden, dir einen Account machen und dann dein YouTube-Konto synchronisieren und dann wird jedes Video, was du auf YouTube hochlädst, automatisch auch auf Odyssey hochgeladen. Das heißt, du hast Ah, keinen okay. zusätzlichen Aufwand. Das ist da das Praktische dran. Deswegen hatte ich mir da relativ früh schon was gemacht. Finde ich gut. Also du meinst so neue Videos, ne? Also das ist nicht so, dass du jetzt deine Videos, die du bis jetzt bei YouTube hast, die werden dann nicht automatisch irgendwie übertragen, sondern du meinst, wenn du dann was Neues bei YouTube hochlädst, dann kommt das automatisch bei Odyssey an. Ein paar alte werden auch übertragen und da gibt es immer so Grenzen. Also die Server von denen sind ja auch nicht unbegrenzt, Ja, aber ja. bei mir werden Videos synchronisiert, die kürzer als eine halbe Stunde sind. Und da wurden auch die meisten alten Ah, synchronisiert. okay. Ah, das ist ja Also cool. Das ist ja cool. Okay, ja, dann bewirb das mehr. So. ja, mache ich schon. Ich sag schon, Das jeden Stream hört abonniert sich gut an. mich nicht nur auf YouTube, sondern bitte auch auf Odyssey. Und bisher sind dem nur 50 Leute gefolgt, obwohl ich Odyssey überall verlinkt hatte. Also das ist, ja, das ist ein bisschen blöd, wenn die Zuschauer da dann nicht mitmachen. Logisch, Ich ja, meine, dann ist klar. der Account irgendwann gesperrt Aber das und ist keiner was. weiß mehr, wo er ihn findet. Ja, also dass man kann es halt versuchen, den Zuschauern irgendwie nahezulegen, ne, und auch auf die Gefahren hinzuweisen, die das alles mit sich bringt und so. Ob die dann mitmachen, ich glaube, das kann man relativ wenig beeinflussen. Also man kann es natürlich bewerben und man kann hier und da die in eine gewisse Richtung schubsen, so, ja. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob das nicht dann eher so läuft, dass die sich dann vielleicht sogar grundsätzlich abwenden. Weißt du, was ich meine? Also, dass so wie die Abhängigkeit, die halt nachgesagt worden ist, von Russland, was Gas angeht, weil es halt schön bequem und günstig ist und so weiter und so fort. Und dann steht man auf einmal da und weiß jetzt gar nicht, was man machen soll. So in die Richtung geht das irgendwie. Ja, Ja, Aufklärungsarbeit, da Werbung. schreibt schon wieder einer im Chat, macht euch nichts vor, da geht niemand hin. Ja, mit der Ja. Einstellung sind wir noch abhängiger von Twitch und YouTube. Also das ist ja das Problem.
Wenn wir keine Alternativen haben, dann können Twitch und YouTube nach Lust und Laune jeden zensieren, der gerade mal ein bisschen zu groß geworden ist, der sich zu einem Thema mal zu kritisch geäußert hat, und es ändert sich nichts. Aber wenn es andere Plattformen gibt, dann hat das erstmal zwei Auswirkungen. Zum einen finden dann immer noch Zuschauer diesen Content auf den anderen Plattformen, und zum anderen werden Twitch und YouTube vorsichtiger mit der Zensur neuer Kanäle. Also, wie gesagt, wenn YouTube zu aggressiv zensieren würde, dann würden alle Kanäle, die da gemeldet worden wären, sofort zu einer anderen Plattform gehen, und diese Plattform würde relativ schnell relativ groß werden. Und würden sich da auch wieder diese Netzwerkeffekte bilden, dann würde diese Plattform auch zu einem ernsthaften Konkurrenten werden. Das weiß YouTube natürlich, deswegen fährt es halt diese Champion-Taktik. Also, dass es nicht alles sofort wegsperrt, sondern sehr langsam, sehr stückchenweise, und ja, versucht dich auch durch Strikes und Entmonetarisierung und andere Dinge zu erziehen. Also wir sehen ja, dass YouTube bestimmte Videos auf Gelb stellt. Und was machen diese ganzen Influencer, die es überall gibt? Sie piepen bestimmte Worte, sie sagen bestimmte Worte nicht mehr. Also wirklich, sie lassen sich vorschreiben, wie sie zu sprechen haben, weil YouTube dann die Videos nicht mehr monetarisiert. Das ist ja furchtbar, dass wir uns von einem großen Tech-Konzern vorschreiben lassen, wie wir zu sprechen haben. So was sollte eigentlich in einem Rechtsstaat, der die Redefreiheit schützt, untersagt werden. Also YouTube sollte jedes Video voll monetarisieren, und YouTube sollte jedes Video Algorithmus gleich einspeisen, und dort sollten nur wirklich fundamentale Faktoren wie Watchtime oder Klickrate aufs Thumbnail und solche Sachen. Die sollten dafür zählen, inwiefern ein Video andere Zuschauern angezeigt wird. Und nicht andere Faktoren, welche politische Einstellung da vertreten wird, und monetarisiert werden sollte sowieso alles. Alles, was legal ist, sollte die gleichen Chancen haben. Und das muss gesetzlich vorgeschrieben werden. Sowas hätte man auch beispielsweise in so einen Digital Services Act reinschreiben können. Aber das wird da nicht reingeschrieben. In so einen Digital Services Act schreibt die EU rein, dass sie gegen Hassrede vorgehen wolle. Und ja, dass man gegen eine Emotion vorgehen wolle, die jeder Mensch hat, das ist aus demokratietheoretischer Sicht natürlich etwas sehr, sehr Beruhigendes. Da gibt es einen schönen Film, der heißt Equilibrium mit Christian Bale, falls du den kennst. Da geht es in eine ähnliche Richtung. Da nehmen die Leute dann Medikamente, um ihre Gefühle zu unterdrücken, weil Gefühle grundsätzlich was Schlechtes sind. So in die Richtung, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, bin ich voll bei dir im Prinzip. Man muss, ne, sage ich nochmal, natürlich immer bedenken, man nutzt ja halt auch diese Plattform. Ne? Das wäre jetzt, ich sag mal, alles viel verständlicher, wenn wir ein viel größeres Angebot hätten von ungefähr gleich großen Plattformen, wo man sich dann die Plattform aussucht, die vielleicht auch von mir aus offen ja eine gewisse politische Agenda präferiert, ja. Haben wir aber nicht. Wir haben halt die großen wie YouTube und Twitch. Ja, ich meine, Google, ich meine, wer geht über den Internet Explorer noch ins Internet oder so? Wer googelt bei Bing oder so? Weißt du, das macht halt keiner. Die Leute sind halt dran gewöhnt, und du hast so eine gewisse so eine scheinbare Auswahl an verschiedenen natürlich, ja, um irgendwie den Status des Monopols ein bisschen zu verschleiern. So. Aber de facto, ne, hattest du ja auch schon angesprochen, geht es zumindest stark in die Richtung, dass es Monopole sind. Und dann wird es halt schwierig, wenn du keine andere Möglichkeit hast, eine Reichweite zu erzielen, und dann diese Plattform einfach willkürlich sagt, nö, auf den haben wir jetzt keinen Bock, ein Grund wird auch nicht angegeben, wir halten uns nicht an Landesrecht, wir halten uns nicht an EU-Recht oder sonst irgendwas, wir machen einfach, was wir wollen. Kann man jetzt natürlich wieder mutmaßen oder ein bisschen suffisant anmerken, dass es auch ein Versagen der Politik ist natürlich, weil die das haben viel zu lange laufen lassen. Und wenn sie mal ein Gesetz durchbringen, wie du eben gerade schon gesagt hast, dann schreiben sie halt die essentiellen Sachen nicht mit rein. Vielleicht auch, weil sie sich halt mit den Konzernen dann nicht anlegen wollen oder weil sie die Kapazitäten dafür nicht haben. Spielt für mich als Wähler jetzt keine Rolle, weil ich sage, das muss, ne, so wie du das auch sagst, einfach auch rechtlich geregelt sein. Und dann muss sich der Konzern auch dran halten. Punkt. Ja, was heißt Versagen? Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, die Politik will missliebige Meinungen wegzensieren. Das war ja die Kritik daran, dass da sowas wie Hass redet. Sowas gehört in ein Gesetz nicht rein. So etwas hat man nicht in so eine, also beziehungsweise EU macht ja keine Gesetze, die schreibt nur Richtlinien. Also was gehört in so eine Richtlinie nicht rein? So etwas Allgemeines, also eine Emotion, die gehört nicht in ein Gesetz rein. Es ist völlig egal, aus welcher Emotion ich jetzt Kritik an den Grünen übe. Ob ich das mache, weil ich aus Sorge um Deutschland jetzt Kritik an ihn übe oder aus Sorge um bestimmte Menschengruppen oder aus Hass auf die Grünen. Das ist völlig egal. Das hat den Gesetzgeber nicht zu interessieren.
Also der Gesetzgeber, der kann Sachen wie Verleumdung, wie Beleidigung, wie Volksverhetzung ist auch schon kritisch, weil er das so allgemein interpretieren kann. Das hat Bismarck damals eingeführt, um gegen die Sozialisten vorgehen zu können. Also auch den Volksverhetzungsparagrafen, den sollte man eigentlich wieder streichen. Der ist auch, das fängt auch die Meinungsfreiheit zu sehr, ein Aufruf zu Straftaten, das kann man definitiv auch noch unter Straf stellen, wobei der auch schon wieder so ja frei ausgelebt wird, dass darunter auch schon beispielsweise Schwammig Kritik halt. Ja, also wenn du sagst, wir müssen uns in die russische Perspektive reinversetzen, dann kannst du zu mehreren tausend Euro Strafe verurteilt werden mittlerweile. Also ja, das ist Heinrich Brücke passiert. Ja. Das wurde dann in der zweiten Instanz wieder zurückgenommen, glücklicherweise, das Urteil. Aber es gibt schon einige Gerichte in Deutschland, die solch völlig irre Urteile sprechen. Und das aufgrund dieses Paragraphen Aufruf zu Straftaten. Da wird einem dann unterstellt, man würde den russischen Angriffskrieg legitimieren. Also völliger Unsinn, was einige Gerichte hier mittlerweile urteilen. Und eigentlich sollte der Staat die Redefreiheit schützen, aber macht gerade genau das Gegenteil. Durch den Digital Services Act und noch viel früher schon in Deutschland durch das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Das ist ein Zensurgesetz, was Plattformen in die Verantwortung nimmt, illegale Inhalte zu entfernen. Also Plattformen, die keine Gerichte haben, die keine rechtsstaatlichen Kompetenzen haben, die sollen darüber entscheiden, was zensiert werden soll und was nicht. Und das ist rechtsstaatstheoretisch natürlich hochgradig problematisch. Also das lädt geradezu zu Missbrauch ein und es sorgt dafür, dass viele Kanäle, die kritisch sind, ja zensiert werden, weil die Plattformen Angst haben, dass sie nicht genug zensieren und deswegen am Ende Strafe zahlen müssen. Also der Gesetzgeber macht gerade nicht, er sorgt gerade nicht dafür, dass die Meinungsfreiheit geschützt wird, sondern er sorgt dafür, dass die Plattformen sehr exzessiv zensieren. Ja, aber das ist jetzt auch nichts Neues in der Geschichte, dass halt Gesetze verabschiedet werden, die halt um 180 Grad gedreht anders verkauft werden dann nach außen. Na, das ist ja auch klar. Klar geht das in die Richtung und ich kann den Gedanken, den du hast, auch völlig verstehen. Ich versuche mal ein bisschen da rein zu grätschen. Es kann natürlich auch sein, dass die Politik das gerne nimmt, diese Nebeneffekte, ne, dass man halt auch einen gewissen Kontrollapparat dann hat für unliebsame Meinungen und regierungskritische Meinungen und so weiter. Völlig klar, da würde sich kein Machthaber gegen wehren, sage ich mal. Ja, also zumindest nicht in dem System, in dem wir leben. Aber es kann natürlich auch sein, dass da einfach sitzen, die überhaupt keine Ahnung haben von dem, was da im Internet abgeht, wie das Ganze funktioniert, wer da überhaupt was sagt und sich wie positioniert und die einfach nur ein möglichst schwammiges Gesetz verabschieden wollten, um irgendwie den Anschein zu erwecken, dass sie das im Griff haben. Weißt du, was ich meine? Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. So. Das ist jetzt nicht von Grund auf so geplant ist, sondern eher einfach aus einer gewissen Inkompetenz heraus möglichst schwammig gehalten wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ich würde, also bei Detailregelungen mag das der Fall sein, aber wenn du, wie gesagt, sowas wie Hassrede, also du musst dich ja wirklich entweder wirklich gar nicht mit Jura auskennen, du musst kein Verständnis von unserem Rechtsstaat haben, du musst wirklich hochgradig inkompetent, dann sollte man dich natürlich von jeder Gesetzgebung weitestmöglich fernhalten. Aber auf die Idee kommen, sowas wie Hassrede überhaupt in irgendein Gesetz reinzuschreiben. Ja, du willst zensieren. Und ich glaube eher an das Zweite. Ja, kannst du ja machen. Ich sag ja nicht, dass du Unrecht hast. Ne? Es ist mir dann vielleicht nur ein bisschen zu, weiß ich nicht, ein bisschen zu düster, weißt du? Aber ich ist nicht so, dass ich sage, dass du völlig falsch liegst oder dass ich das nicht glaube. So, dass ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es so ist. Nur man findet auch schon noch andere Begründungen, wenn man danach sucht. Ob das dann plausibler wird oder nicht, ist eine andere Frage natürlich. Ne? Wenn ihr mal schlechte Laune bekommen wollt, an der Stelle vielleicht mal ein Tipp. Ladet vielleicht mal, also ich weiß nicht, ob ihr eine eingeladen bekommt, Markus Fiedler in Brotfunk ein oder reagiert mal auf eine seiner Auftritte, da bekommt er dann richtig schlechte Laune, wenn du das jetzt schon düster fandest, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen auch gute Laune haben, weißt du doch. Ja, nee, du, ich bin doch, was das angeht, bin ich doch der Letzte, der da irgendeinen Optimismus verbreiten will. Ne? Ich könnte da jetzt hier mit ganz anderen Sachen noch anfangen, die alle im demokratischen Rahmen sind, keine Angst, SIF Bubble Watch, es ist alles in Ordnung. Ja, bin ich ja voll dabei, nur ich versuche halt hier und da auch mal ein bisschen von dieser sehr düsteren Schiene irgendwie wegzukommen, um vielleicht auch den Leuten mitzuteilen,
dass nicht alles aussichtslos ist. Ne? Weil wenn wir so rangehen, ja gut, dann können wir es auch alles gleich sein lassen. Ne? Ein bisschen Hoffnung muss noch dabei sein. So. Das ist so mein Ansatz einfach. Da habe ich tatsächlich zwei Anmerkungen zu. Die erste, einer schreibt gerade im Chat schon, in Kanada, da gibt es für Meinungsdelikte schon mitunter lebenslange Haftstrafen. Das wurde da gerade eingeführt, um die Laune noch etwas weiter zu verschlechtern. Nein, und jetzt die ernsthaftere Anmerkung. Also ich finde, wir sollten deskriptive und normative Ebene trennen. Also wenn wir analysieren, was unsere Feinde machen, also wie sie versuchen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, dann sollten wir schon uns die Realität ansehen und sagen, warum machen die das? Das ist ihr Ziel. Und so geht es weiter, wenn da politisch nichts gegen unternommen wird. Dann normative Ebene. Natürlich sollte man da politisch etwas gegen machen. Also ich glaube keineswegs, dass es aussichtslos ist. Ich glaube, dass man daran erstmal politisch etwas ändern kann und dass man selber, indem man, wie gesagt, das ist jetzt eine ganz kleine Ebene, indem man andere Plattformen stärkt, indem man seine Finanzierung. Was? Jetzt bin ich gerade weg. Indem man seine Finanzierung außerhalb von Twitch, wie du das vorhin schon gesagt hast, oder außerhalb von YouTube organisiert, indem man, wie gesagt, andere Plattformen stärkt, wie Odyssey, wie Rumble und so weiter, dass man dadurch die Entwicklung ein bisschen ins Positive verkehren kann. Langfristig muss das politisch geregelt werden. Es braucht politische Regeln für die Plattform, die es verbieten, einfach so Streamer, die nichts Illegales getan haben, beziehungsweise Streamer überhaupt wegzusperren. Ich meine, wenn du was Illegales machst und kommst, dann kannst du aus dem Gefängnis auch nicht streamen. Aber wenn du halt, keine Ahnung, irgendwas Illegales machst und dafür nur eine Geldstrafe erhältst, warum solltest du noch eine Strafe darüber hinaus erhalten, die im Rechtsstaat nicht vorgesehen ist und die von irgendeiner privatwirtschaftlichen Plattform ausgeht? Also eigentlich sollte dieses Sperren von Streamern wirklich verboten werden. Es ist nichts, was irgendwie, weil gerade im Chat einer fragt, Ali Spiegel TV, hatten wir schon mehrmals gesagt, wurde gebannt. Also wenn euch ja einige Sachen unbekannt vorkommen, dann hört den Talk einfach nochmal von vorn. Der ist ja auf Twitch weiter verfügbar. Auf jeden Fall braucht es letztlich politische Regelungen und ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, mit einer starken sozialdemokratischen Partei, wie wir jetzt mit dem BSW eine haben, wäre es bestimmt möglich, da politische Regelungen durchzudrücken, die diesen Zensurwahn stärker einschränken und die letztlich die Meinungsfreiheit stärken. Und dafür müssen natürlich alte Zensurgesetze wie das Netzwerkdurchsuchungsgesetz vor allem wieder zurückgenommen werden. So, gucke gerade nach Crack Egg. Wenn der mir gerade weggebrochen ist, dann beende ich den Talk an dieser Stelle mal. Wie gesagt, war schön, dass wir hier wieder miteinander gesprochen haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.